Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Trainingsbaustein aus unserer Serie Visionäre Impulse – inspirierende Workshops für positive Transformation und globale Veränderung. Mein Name ist Mr. Wright und ich bin einer der Moderatoren aus dem Dream Team von Harold Tedesco. Heute möchte ich mit Ihnen über ein Thema sprechen, das eine tiefgreifende, positive Wirkung auf Ihr Leben haben kann. Die Dankbarkeit. Dankbarkeit zu leben und bewusst in ihr Leben zu integrieren, ist von unschätzbarem Wert und kann ihr Wohlbefinden erheblich steigern. Lassen Sie uns in diesem Workshop gemeinsam erkunden, warum Dankbarkeit so wichtig ist und welche Vor- und Nachteile es hat, wenn man sie in sein Leben integriert oder eben nicht. Meine geschätzten Trainer, Kollegen Timo und Tilly, sind beim heutigen Workshop auch wieder mit dabei. Ein herzliches Willkommen von mir. Mein Name ist Timo und ich freue mich heute mit Ihnen über das wichtige Thema Dankbarkeit und deren Bedeutung in unserem Leben zu sprechen. Ich empfehle Ihnen begleitend zu diesem Training eine Mindmap zu erstellen. Ich möchte mit den positiven Auswirkungen auf Ihre Psyche beginnen. Dankbarkeit ist ein kraftvolles Mittel zur Verbesserung Ihres psychischen Wohlbefindens. Menschen, die regelmäßig Dankbarkeit praktizieren, erleben weniger negative Emotionen wie Neid, Ressentiments und Frustration. Stattdessen fühlen sie sich häufiger glücklich und zufrieden. Dankbarkeit fördert stärkere und gesündere zwischenmenschliche Beziehungen. Indem sie anderen für ihre Unterstützung und Freundlichkeit danken, festigen sie ihre sozialen Bindungen und schaffen eine positive Atmosphäre, die Vertrauen und Zusammenhalt fördert. Dankbare Menschen sind widerstandsfähiger gegenüber Stress und Rückschlägen. Dankbarkeit hilft ihnen, den Fokus auf das Positive zu legen und die Herausforderungen des Lebens als Lernmöglichkeiten zu sehen. Studien haben gezeigt, dass Dankbarkeit mit besserer Schlafqualität, geringerer Neigung zu Erkrankungen und insgesamt besserer körperlicher Gesundheit verbunden ist. Ein dankbares Herz kann tatsächlich zu einem gesünderen Körper führen. Betrachten wir uns die Vorteile, wenn Sie Dankbarkeit in Ihr Leben integrieren, etwas genauer. Erstens. Stärkere soziale Verbindungen. Dankbarkeit fördert Vertrauen und Gemeinschaftsgefühl. Menschen, die Dankbarkeit ausdrücken, werden als freundlicher und zugänglicher wahrgenommen, was zu stärkeren sozialen Netzwerken führt. Zweitens, erhöhte Zufriedenheit und Lebensfreude. Dankbarkeit lenkt unsere Aufmerksamkeit auf das, was wir haben, anstatt auf das, was uns fehlt. Dies führt zu einer erhöhten Lebenszufriedenheit und einer positiveren Lebenseinstellung. Drittens, Förderung von Optimismus und Hoffnung. Dankbarkeit schafft eine optimistische Sichtweise und gibt uns die Kraft, an eine bessere Zukunft zu glauben. Sie hilft uns, auch in schwierigen Zeiten das Licht am Ende des Tunnels sehen zu können. Mein Name ist Tilly und ich darf heute mit Ihnen über die Nachteile des Mangels an Dankbarkeit sprechen. Erstens, erhöhte Unzufriedenheit und Negativität. Ohne Dankbarkeit neigen wir dazu, das Negative stärker zu betonen und uns auf das zu konzentrieren, was uns fehlt. Dies führt zu einer ständigen Unzufriedenheit und einer pessimistischen Weltsicht. Zweitens, Schwächung der sozialen Beziehungen. Menschen, die selten Dankbarkeit zeigen, können als egoistisch und undankbar wahrgenommen werden. Dies schwächt soziale Bindungen und führt zu isolierten und weniger unterstützenden sozialen Netzwerken.
Drittens, erhöhte Anfälligkeit für Stress und Depression. Ohne den Puffer der Dankbarkeit sind wir anfälliger für Stress und depressive Verstimmungen. Negative Gedanken können unser Wohlbefinden stark beeinträchtigen und unsere Fähigkeit, mit Herausforderungen umzugehen, verringern. Liebe Workshop-Teilnehmer, Dankbarkeit ist weit mehr als nur ein Gefühl. Sie ist eine Lebenseinstellung, die uns zu glücklicheren, gesünderen und resilienteren Menschen macht. Indem wir Dankbarkeit bewusst in unser Leben integrieren, können wir unsere Beziehungen stärken, unser Wohlbefinden steigern und unsere Widerstandskraft gegen die Widrigkeiten des Lebens erhöhen. Lassen Sie uns also ab sofort damit beginnen, Dankbarkeit in unseren Alltag zu integrieren, indem wir uns jeden Tag Zeit nehmen, um die positiven Aspekte unseres Lebens zu erkennen und zu schätzen. Denn ein dankbares Herz ist der Schlüssel zu einem erfüllten und glücklichen Leben. Wir wären Ihnen für ein Feedback und eine Einladung zu einem Café sehr dankbar. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Neustart durch die Integrierung der Dankbarkeit in Ihr tägliches Leben. Herzlichen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Bleiben Sie gesund und achtsam. Bis zum nächsten Workshop.